Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Update-Video. Wie ihr sehen könnt, ist das Haus mittlerweile rohbaufertig. Das heißt, diese Woche wurde das Dach drauf gemacht. Das ging auch ganz flott. Innerhalb von 5 Stunden oder so haben die das Dach drauf gemacht. Der Stromgenerator ist immer noch nicht angeschlossen. Also nicht der Generator, sondern der Baustromkasten. Aber der Generator ist weg. Den haben sie schon mal abgeholt. Das heißt, irgendwie muss ja die nächsten Tage, Wochen das Ganze angeschlossen werden. Übrigens, das nächste Video kommt erst Mitte Januar, weil jetzt, ich glaube, 2 oder 3 Wochen ist Pause hier. Hat die Firma Wiebruck Betriebsurlaub. Von daher geht es erst in 2, 3 Wochen weiter mit einem neuen Bauvideo hier vom Haus. Aber wir schauen uns das Dach einmal von oben an. Und innen drin habe ich euch gleich noch was zu zeigen. Da ist was Unschönes passiert. So sieht jetzt einmal das Dach von oben. Hier kommt noch später natürlich die Photovoltaikanlage drauf, oder wie der Spaß heißt. Die kommt, glaube ich, auf die Seite, bin ich der Meinung. Weil hier den ganzen Tag Sonne scheint. Ja, wie ihr seht, hier hinten ist auch noch alles aufgeräumt worden. Da lag ja ganz viel Baumaterialien. Also hier unten ist auch alles mittlerweile aufgeräumt worden. Ja, und jetzt gehen wir, wie gesagt, nochmal ins Haus und schauen uns da noch was an. Nämlich, hier ist eine Scheibe kaputt gegangen. Keine Ahnung wieso. Das ist uns jetzt gestern aufgefallen. Ihr seht es. Hier einmal kompletter Riss durch die Scheibe. Ja, aber das ist auch schon abgesprochen. Das wird wieder repariert, wird neu gemacht, ohne Extrakosten. Weil das natürlich nicht meine Schuld ist, dass die Scheibe kaputt gegangen ist. Gut, ich glaube, das war's mit dem Video. Wie gesagt, ich konnte euch ja nur zeigen, dass das Dach mittlerweile drauf ist. Und mehr ist eigentlich gar nicht passiert. Wie gesagt, das Haus ist mittlerweile jetzt rohbaufertig. Mitte Januar geht's weiter. Dann geht es nämlich weiter mit dem Innenausbau in diesem Haus. Und dann heißt das, Ende Februar sind wir fertig und können im März endlich rein ins Haus. Und ja, ich bin gespannt. Bis im nächsten Jahr. Bis dahin, Leute, macht's gut und haut rein. Tschüss.